Herzlich willkommen zu Unter den Linden. Hinter uns liegt ein EU-Gipfel, der in Sachen Flüchtlingskrise wenige oder gar keine Fortschritte erzielte. Jetzt soll es einen Sondergipfel richten. Hat unter diesen Voraussetzungen eine europäische Lösung überhaupt noch eine Chance oder muss Deutschland dem Beispiel Österreichs folgen? Unser Thema heute: Sollen wir die Flüchtlingskrise national oder europäisch lösen? Und das sind meine Gäste. Frauke Petri, die Parteivorsitzende der AfD, und Volker Beck, der innenpolitische Sprecher der Grünen. Herzlich willkommen bei Phoenix. Dankeschön. Frau Petri, in Sachsen haben wir in den letzten Tagen einige erschreckende Szenen erlebt. Da haben entfesselte Flüchtlingsgegner einen Bus mit Flüchtlingen blockiert und belagert. Das war in Klausnitz. Und in Bautzen, da brannte ein Flüchtlingsheim und Zuschauer haben dabei applaudiert. Wie bewerten Sie solche Szenen? Ja, keine von diesen Szenen sollte uns unbesorgt lassen. Im Gegenteil, wir sind der Meinung, dass politischer Protest notwendig ist, aber nicht gegen Personen, die nach Deutschland einreisen, sondern gegen diejenigen, die die Art von Migrationspolitik verantworten. Und das ist zuallererst die Bundesregierung. Das haben wir in Sachsen, in meinem Landesverband, immer so gehalten. Und deswegen ärgert es mich besonders, dass sowas in Sachsen passiert. Noch zumal, wenn eigene Mitglieder beteiligt sind. Allerdings stelle ich auch fest, dass rund um die Diskussion wieder Gerüchte, die Runde machen, noch nicht bewiesen sind. Und deswegen wünsche ich mir vor allem eine faire Aufarbeitung, eine schnelle Aufarbeitung. Die sind wir allen Bürgern Sachsens und Deutschlands schuldig. Welche Gerüchte sprechen Sie da jetzt an? Naja, es gibt die Gerüchte, dass AfD-Mitglieder das organisiert haben, was nicht bestätigt werden konnte bisher, was ich auch scharf zurückweise. Ich möchte auch im Fall Bautzens, dass möglichst schnell geklärt wird, warum dieses Haus gebrannt hat. Es ist ein stadtbekanntes Hotel. Ich wünsche mir bei all diesen Vorfällen, dass wir so lange die Unschuldsvermutung gelten lassen für alle, bis die Vorfälle geklärt sind. Und wir erleben leider in den Medien sehr schnell, dass eine Vorverurteilung stattfindet. Das ist nicht richtig. Also selbstverständlich weiß man nicht, wer dieses Hotel in Bautzen angezündet hat. Aber man weiß, dass die Leute, die davor standen, geklatscht haben. Und das hat mich wirklich schockiert, dass wenn Häuser brennen, wo Menschen drin wohnen, Leute sich davor stellen und klatschen und die Feuerwehr behindern. Und daran gibt es nichts zu deuteln. Und das ist ein Zustand, da dachte ich eigentlich, das hätten wir in Deutschland überwunden, dass wir alle Respekt vor dem menschlichen Leben, Respekt vor dem anderen haben. Und das wird natürlich durch die Diskussion über die Flüchtlinge, so wie sie von der AfD geführt wird, so wie sie von der Pegida geführt wird, so wie sie von der NPD geführt wird, in Frage gestellt, dass Flüchtlinge ihr Recht haben auf Schutz, auf ihr menschliches Leben und dass man sie einfach meint, so angreifen zu dürfen. Und das müssen wir alle gemeinsam zurückweisen. Wir haben keine Flüchtlingskrise, wie Sie in der Moderation gesagt haben. Sachsen hat gezeigt, wir haben eine Demokratiekrise. Sie wissen es besser. Denn wir haben eine Migrationskrise. Korrekt, wir haben keine Flüchtlingskrise. Nein, wir haben eine humanitäre Katastrophe in Syrien. Ich glaube, wir hatten vorher ein paar Regeln ausgemacht, an die halten wir uns bitte. Und es ist in der Tat so, dass wir darüber reden müssen, wie wir mit demokratischer Beteiligung umgehen. Und da mag es ja politische Unterschiede geben und da mögen sich Grüne und AfD nicht einig sein. Damit müssen wir, glaube ich, als verschiedene Parteipolitiker leben. Aber zu sagen, dass wir eine Demokratiekrise haben, weil es unterschiedliche Meinungen gibt, das weise ich stark zurück. Und wir haben eine verfehlte Asylpolitik, wir haben eine verfehlte Migrationspolitik und wir haben keine Trennung zwischen Asyl- und Einwanderungsrecht. Und die Probleme, die wir in 2015 und 2016 haben, die haben auch Mitarbeiter deutscher Behörden schon lange vorhergesehen, dass das die Regierung ignoriert und nicht bearbeitet hat, führt zu den aktuellen Zuständen. Und das, was wir dann auf der Straße sehen, sind keine schönen Symptome, aber es sind Symptome und nicht die Ursache. Ach, die Leute sind nicht verantwortlich für was sie tun. Sie sind nur ein unschuldiges Symptom. Das würde ich anders sehen, Frau Petri. Tut mir leid. Wir wollen uns an die Regeln erinnern. Es tut mir leid. Das Problem, was wir haben, ist ein Bürgerkrieg in Syrien, wo Millionen von Menschen nach Jordanien, in den Libanon, in die Türkei und einige wenige, 1.000.000 oder 600.000, nach Deutschland gekommen sind.
die große Mehrzahl der Flüchtlinge sind entweder intern in Syrien vertrieben oder in den Anrainerstaaten. Und wenn wir das Flüchtlingsproblem lösen wollen, dann müssen wir die Situation der Flüchtlinge dort lösen. Wir müssen Jordanien helfen, dass es nicht implodiert. Sonst reden wir über Millionen von Flüchtlingen. Wir müssen darüber reden, dass der Libanon nicht implodiert. Und wir müssen auch die Türkei unterstützen bei der Aufnahme von Flüchtlingen, ohne uns zum Komplizen des Erdogan-Regimes zu machen. Ich möchte noch einmal zurückkommen auf diese Ereignisse von Clausewitz und von Bautzen. Frau Petri, der Vorwurf steht im Raum, das hat Herr Beck jetzt gerade auch noch mal angedeutet, dass die AfD im Allgemeinen und Sie ganz persönlich durch das, wie Sie argumentieren, durch verbale Verschärfungen, durch verbale Grenzüberschreitungen dazu beitragen, dass Ereignisse wie die in Clausewitz oder Bautzen vorkommen. Ja, schauen Sie, das ist eine beliebte Taktik in der Politik, den Überbringer der schlechten Nachricht zur Ursache des Problems zu machen. Das ist zu einfach und das wissen auch die Grünen inzwischen besser. In der Tat haben wir, das habe ich gerade schon gesagt, seit Jahren eine nicht vorhandene Debatte über eine Asylpolitik, die zu diesen Zuständen führt. Und die AfD war bereits 2013 diejenige Partei, die eine Trennung von Asyl- und Einwanderungsrecht gefordert hat, um diese Probleme gar nicht erst wachsen zu lassen. Diese Debatte ist mit dem Hinweis darauf, dass wir alle Ausländer und Fremdenfeinde sind lange verzögert worden. Jetzt müssen wir sie führen. Jetzt führen wir sie Gott sei Dank auch und sehen ja, dass im politischen Spektrum gerade bei anderen großen Volksparteien Bewegung in die Debatte kommt. Insofern weise ich diese Behauptung ganz klar zurück und glaube, um das abschließen zu dürfen, dass wir alle, und da nehme ich die AfD nicht aus, verbal abrüsten müssen. Aber dazu gehört als allererstes Eingeständnis, dass wir als demokratische Kräfte miteinander reden müssen. Und dazu gehört, dass man dem politischen Gegner nicht ungerechtfertigt Etiketten anhängt. Ich könnte den Grünen auch Etiketten anhängen, die Grünen stark zurückweisen würden. Gleiches erwarte ich in unserer Behandlung. Dann möchte ich aber, dass wir jetzt einen genauen Blick werfen auf die Äußerung, die Ihnen in den letzten Tagen immer wieder vorgehalten worden ist. Das war Ihre Äußerung über den Schusswaffengebrauch von Flüchtlingen. Wir haben das mal verschriftlicht, dass wir wissen, worüber wir da reden. Und wir können das jetzt einblenden. Da sind Sie gefragt worden in einem Interview mit dem Mannheimer Morgen, was man denn machen soll, wenn ein Flüchtling über einen Zaun klettert. Ich lese das jetzt mal vor, die Frage des Mannheimer Morgen. Nochmal, wie soll ein Grenzpolizist in diesem Fall reagieren? Dann Ihre Antwort, er muss den illegalen Grenzübertritt verhindern, notfalls auch von der Schusswaffe Gebrauch machen, so steht es im Gesetz. Dann fragt der Mannheimer Morgen nach, es gibt in Deutschland ein Gesetz, das einen Schießbefehl an den Grenzen enthält. Und dann antworten Sie, ich habe das Wort Schießbefehl nicht benutzt. Kein Polizist will auf einen Flüchtling schießen. Ich will das auch nicht, aber zu Ultima Ratio gehört der Einsatz von Waffengewalt. Entscheidend ist, dass wir es soweit nicht kommen lassen und über Abkommen mit Österreich und Kontrollen an EU-Außengrenzen den Flüchtlingszustrom bremsen. Frau Petri, wenn Sie den Waffeneinsatz gegen Flüchtlinge ausschließen, warum bringen Sie ihn dann überhaupt ins Spiel? Naja, Sie haben ja den ersten Teil des Interviews jetzt weggelassen, indem man versucht hat, genau auf diese Frage hinzuführen. Und wenn Sie den weglassen, wie Sie es gerade getan haben, dann haben Sie all die anderen Äußerungen, die ich dazu getätigt habe, ausgelassen. Also jeder, der es möchte, kann das ganze Interview auf der Homepage des Mannheimer Morgens anschauen. Genau. Das, was ich hier vorgelesen habe, ist nicht gekürzt. Ich frage nochmal, wenn Sie das ausschließen, warum bringen Sie überhaupt einen Waffeneinsatz ins Gespräch? Also noch einmal, ich bin gefragt worden, welche Grenzsicherungsmaßnahmen es gibt und ich habe alle Grenzsicherungsmaßnahmen aufgezählt und zwar in epischer Breite und es wurde versucht, sich allein diese Frage rauszupicken und ich habe Passagen aus dem Gesetz über die Anwendung des unmittelbaren Zwangs zitiert und mehrfach dazu gesagt, dass das nichts ist, was wir wollen, dass aber ein politisches Signal der Kanzlerin das erste wäre, was wir brauchen, nämlich die Aussage, die sie bisher nicht getätigt hat, dass Deutschland und Europa nicht unbegrenzt aufnahmefähig sind. Und wenn es in Deutschland politischer Tabubruch ist, die geltende Rechtslage zu zitieren, dann haben wir in der Tat, da bin ich mit Ihnen einig, eine Demokratiekrise. Gut, jetzt haben Sie das gesagt, jetzt ist Herr Beck dran. Ne? Also man muss Gesetze auch lesen können. Gesetze unterscheiden sich von Zeitungsartikeln, dass sie in einem rechtlichen Kontext stehen, einmal
in einem Gesetz insgesamt, zum anderen und sind sie einfaches Recht gegenüber dem Verfassungsrecht, das höher stehend ist. Und deshalb muss natürlich bei der Auslegung wie eines Gesetzes über den unmittelbaren Zwang von der Verfassung, vom Verhältnismäßigkeitsprinzip her ausgedacht werden. So lernt das jeder Polizist und so lernt das jeder, der an der Grenze seinen Dienst versieht. Und deshalb käme niemand auf die Schnapsidee wie Sie, zu meinen, dieses Gesetz deckt das Schießen auf Flüchtlinge ab. Das deckt als Ultima Ratio das in der Tat das Schießen auf einen Geiselnehmer ab, der ansonsten das Leben der Geiseln oder der eingesetzten Sicherheitskräfte gefährdet. Aber niemals wegen der Lappalie eines illegalen oder legalen Grenzübertritts. Das ist einfach Rechtsstaat. Ja, am Ende ein Flüchtling, das ist internationales Völkerrecht, Frau Petri. Wenn ein Flüchtling die Grenze übertritt, unabhängig davon, dass im Strafgesetzbuch steht, dass das strafbar ist, ist der Flüchtling immer straffrei. Sobald sein Flüchtlingsstatus feststeht oder er zum Zwecke der Asylantragstellung die Grenze übertreten hat, illegal, macht er sich zumindest nicht strafbar. Deshalb kann man sich darüber streiten, ob das überhaupt strafbar sein muss. Der Bund der Kriminalbeamten sagt, diesen Unsinn sollte man endlich mal beenden. Ich meine, die Kriminalbeamten haben da recht. Vielleicht sehen das die Bundespolizei. Frau Petri, noch ein Zitat von Ihnen vom Mittwoch letzter Woche. Vielleicht können wir das auch einblenden. Da sagen Sie zur Regierungserklärung der Kanzlerin, die Regierungserklärung der Kanzlerin ist Ausdruck grenzenloser Arroganz und Regierungsunfähigkeit und erinnert fatal an das Verhalten des veralteten ZK der SED im Jahr 1989. Warum vergleichen Sie das Verhalten der Kanzlerin mit der SED-Diktatur? Nun, weil Frau Merkel genau das Gegenteil von dem tut, was sie tun müsste, Verantwortung für dieses Land in dieser Migrationskrise in einem europäischen Kontext zu übernehmen. Und das, obwohl europäische Partner nicht erst seit kurzem, seit langem darauf hinweisen, dass die deutsche Regierung hier eine völlig isolierte Politik betreibt. Das ist meiner Ansicht nach verantwortungslos, gerade wenn man immer darauf abzielt, dass Deutschland im europäischen Kontext handeln soll. Und das ist nicht nur mein Eindruck, das ist der Eindruck vieler Bürger, den ich da widerspiegele. Aber doch kein Vergleich mit Honecker. Vielleicht erklären Sie mir nicht, Herr Beck, wie man die Politik Honeckers zu bewerten hat. Ich bin im Gegensatz zu Ihnen in dem Land aufgewachsen. Ich weiß, wovon ich rede. Ich würde gerne verstehen, was Sie mit diesem Vergleich bezwecken. Wollen Sie damit ausdrücken, dass die Herrschaft von Frau Merkel vergleichbar mit einer Diktatur ist? Nein, Sie haben ja nun gerade das Zitat vorgelesen. Ich habe gesagt, Ihre Handlungsweise mutet so an, nämlich erstarrt in einer politischen Strategie, die selbst Ihr weiteres Umfeld nicht mehr nachvollziehen kann, indem Sie selbst nun inzwischen von Frau Klöckner, Ihrer Wahlkämpferin und von Herrn Wolf offenbar nicht mehr verstanden wird. Es ist die bloße Disziplin, die offenbar die CDU an der Stelle noch zusammenhält. Frau Merkel steht allein mit ihrer Politik. Und das ist natürlich fatal fürs Land, weil Land auf, Land ab und vor allen Dingen auch außerhalb Deutschlands diese Politik von niemandem mehr verstanden wird und die Deutschland nicht nützen wird. Herr Beck, Übertreibungen, Überspitzungen, die gehören ja zum politischen Alltag. Wo würden Sie denn die Grenze setzen? Die Grenzen setzen die Strafgesetze. Ansonsten kann jeder sagen, was er will und muss dann halt dafür gerade stehen, wie er dafür kritisiert wird. Aber ich finde das auffällig, sowohl bei dieser Frage Schusswaffengebrauch als jetzt die Anspielung auf das SED-Regime. Setzt die AfD erstmal etwas in den Raum, um es danach zu relativieren, hat sie alles nicht so gemeint, dachte sogar in einem Fall, das sei gesetzlich gedeckt, wusste sie nicht Bescheid. Man blinkt einerseits ganz rechts, nimmt das ganze NPD-Reservoir mit und versucht dann in Fernsehsendungen nett lächelnd, adrett angezogen, zu sagen, wir sind eigentlich gar nicht so schlimm, wir sind eigentlich bürgerlich, uns könnt ihr ruhig wählen, wir sind nicht wie die NPD. Wir machen bloß die Signale an der Basis vor Ort oder in Interviews mal als Provokation, setzen wir an die Bevölkerung und dann nehmen wir es zurück. Und so verrohen und vergiften sie das politische Klima in dieser Republik. Und das müssen sie sich gefallen lassen, auch wenn sie das dürfen, dass man das entsprechend kritisiert. Frau Petri. Manches
Lauterbeck lässt sich nur mit Humor ertragen und sie spielen die Moralisten und haben eine Parteikollegin, die in der Transparenten herläuft, wo Deutschland du mieses Stück Scheiße draufsteht. Wenn sie das für eine bessere politische Kultur halten, dann sollten sie erst in ihren eigenen Reihen mal nachschauen. Jetzt haben und sie in irgendwie Brüben, alles aus dem Netz zusammengekramt. Nee, das muss man nicht zusammengraben. Das war leider... Um was für einen Fall handelt es sich? Oh ja, das handelt sich ich kenne das nicht. Also wenn Sie das einführen, bitte erklären bitte, Sie, worüber sehr, sehr gern. Es handelt sich um eine Demonstration in Hannover Ende November, bei der unter anderem Frau Roth mitgelaufen ist, die sich von solchen Äußerungen nicht distanziert hat, wo man hinterher festgestellt hat, man hat sich angeblich oder tatsächlich von der autonomen linken Szene instrumentalisieren lassen. Ich habe vorhin gerade schon gesagt, eine verbale Abrüstung tut uns sicher allen gut. Aber gerade Ihre Kollegen, mit denen ich ja im Landtag ständig zu tun habe, tun sich sehr damit hervor, mit Etiketten ohne Inhalt um sich zu werfen. Insofern möchte ich auch eins ganz klar bestreiten. Ich relativiere die Äußerungen in keiner Weise, die hier zitiert wurden. Ich stehe dazu, was ich gesagt habe. Und ob es Ihnen politisch gefällt, ist ja eine völlig andere Sache. Unsere Aufgabe ist nicht, einander zu gefallen, sondern uns gegenseitig auszuhalten. Das ist nämlich Demokratie. Ja, und dazu gehört aber auch, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Sie haben gerade verglichen, das Stehen zu den eigenen Äußerungen von Ihnen als Parteivorsitzender und von anderen AfD-Funktionären. Auf der anderen Seite werfen Sie meiner Kollegin vor, dass sie auf einer Demonstration war, wo sie nicht selber oder Parteifreunde von ihr, sondern irgendjemand anders, ein Transparent, was sie womöglich noch nicht mal gesehen hat, herumgetragen haben. Und wollen Sie dafür verantwortlich machen? Sie übernehmen für nichts, was Sie selber sagen und tun. Sie als Vorsitzende, Ihre Mitglieder in den Gliederungen, politisch die Verantwortung, sondern reden sich immer raus. Aber sind ganz groß in Vorwürfen an andere, die das noch nicht mal gesagt oder gebilligt haben, was Sie ihnen unterstellen. Da zeigt sich, wie Sie die Debatte versuchen zu verdrehen, weil Sie sich inhaltlich an keinem Punkt letztendlich einlassen, wie Sie die Zukunft gestalten wollen, weil Sie dafür keine Konzepte haben. Können Sie diese Hypothese überhaupt belegen, Herr Beck? Ich kann mit Ihnen gerne belegen. Der einzige konstruktive Vorschlag bei Ihnen, und der ist nicht im Kern zu verwerfen, ist Ihr Schusswaffengebrauch-Äußerung. Sie sagen, wir wollen das alles abschotten. Abschotten geht nicht mehr im 21. Jahrhundert. Die Blockkonfrontation, die in der Vergangenheit Ruhe und ein Stück weit auch die Probleme weghalten von Europa garantiert hat, die ist vorbei. Und wir müssen jetzt mühsam sehen, wie wir destabilisierte Regionen wieder stabilisieren, um humanitäre Katastrophen zu vermeiden, um der Humanität willen. Aber natürlich auch, damit die Folgen dieser humanitären Katastrophen nicht bei uns ankommen, in Form von hilfesuchenden Menschen, sondern wir wollen, dass die Menschen ihre Heimat behalten können. Das interessiert Sie überhaupt nicht. Sie haben noch nicht ein einziges Mal was zu den Flüchtlingen, wo die herkommen und warum die hierher kommen, gesagt, weil Sie nur an Ihre Grenze im Sachsen denken und nicht darüber hinaus blicken. Ach, Herr Beck, wissen Sie, Sie sollten vielleicht ein bisschen umfassender informiert sein. Dann wissen Sie, dass wir genug Vorschläge gemacht haben und dass, wie auch andere Politiker in Deutschland, festgestellt haben, dass wir genau die Probleme der Herkunftsländer nicht in Deutschland lösen können, sondern dass wir sie vor Ort lösen müssen. Wie lösen Sie denn die Probleme in Syrien? Wenn Sie da den Masterplan haben, ich glaube, die internationale Weltgemeinschaft ist Ihnen dankbar. Für den Masterplan gibt es im Normalfall eine Regierung. Für den Masterplan gibt es auch Parteien. Als Opposition ist man primär dafür verantwortlich, die Regierung zu kontrollieren und den Finger in die Wunde zu legen, wenn es Fehlentwicklungen gibt. Im Übrigen haben wir Vorschläge gemacht, wie die Europäische Union an der Stelle zusammenarbeiten kann. Und dazu gehört in erster Linie eine deutsche Regierung, die bereit ist, sich an europäischen Lösungen zu beteiligen. Darum soll es hier heute Abend gehen. Aber genau das tut die Bundeskanzlerin nicht. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, welche Vorschläge die Grünen bisher gemacht haben. Ihre Vorschläge zur Lösung der Flüchtlingskrise waren mehr EU-Geld für Flüchtlinge, eine unbeschränkte Freizügigkeit und das bei einer Aussage unserer Arbeitsministerin, dass 90% der Asylbewerber nicht in den Arbeitsmarkt zu integrieren sind in Deutschland. Also Ihre Vorschläge sind fernab von der Realität. Jetzt mischen Sie alles durcheinander. Nee, es sind Ihre eigenen Aussagen. Es geht um die Frage, warum kommen die Menschen zu uns und wenn wir wollen, dass weniger Menschen kommen, der Not gehorchend, dann müssen wir was an der Not machen. Ach so, sind wir uns aber einig, dass weniger Menschen kommen sollen? Das haben die Grünen bisher nicht vertreten. Dann kehren Sie gerade Ihrer eigenen Parteipolitik den Rücken. Nicht so aufgeregt. Nee, aber Herr Beck, wir haben das Grundproblem bei den Grünen, dass sie zwischen Flüchtlingen und Migranten gar nicht unterscheiden können. Vielleicht sollten wir da erstmal anfangen. Also, Frau Petri, da haben Sie vielleicht noch keine Politik gemacht. Ich weiß nicht, wie viel Zeitung Sie damals gelesen haben.
Ich war damals Verhandlungsführer im Vermittlungsausschuss, die das Quotensystem aus Kanada in das Aufenthaltsgesetz versucht haben hineinzuverhandeln. Die politische Rechte im Bundesrat, CDU und FDP, haben diese Aufnahme damals verhindert. Deshalb gibt es das bei uns nicht. Die Trennung von Flüchtlingen und Zuwanderern wollten wir immer haben. Nämlich dafür, dass diejenigen, die unser Arbeitsmarkt braucht, eine Möglichkeit haben, um hier einzureisen, um hier zu arbeiten. Aber das kann man nicht verrechnen mit denjenigen, die hier Schutz brauchen. Die müssen geschützt werden. Dazu verpflichtet uns die Genfer Flüchtlingskonvention. Dazu verpflichtet uns unsere Identität als humanitäre Nation. Und dazu verpflichtet uns auch unsere europäische Identität. Okay. Aber mit dieser Art von Identität hat Ihr deutsch-nationaler Verein leider nichts zu tun. Ja. Wir haben jetzt ja sehr viel gesprochen über die Politik der AfD. Ich würde gerne an Sie, Herr Beck, die Frage richten. Welche Fehler haben denn die etablierten Parteien, die Parteien im Bundestag gemacht, dass eine neue Partei in so kurzer Zeit plötzlich zu zweistelligen Ergebnissen kommt? Die Frage haben Sie mir vor 2 Jahren gestellt, da waren es allerdings die Piraten als Thema. Es gibt manchmal Situationen und gerade jetzt mit der Flüchtlingsaufnahme. Glauben Sie, die AfD ist so schnell wieder weg wie die Piraten? Wissen Sie, wenn ich Futurologe wäre, dann würde ich Leute beraten, wie die Zukunft wird. Also meistens weiß man es rückwirkend besser. Welche Fehler haben die etablierten Parteien gemacht, dass wir über zweistellige Umfrageergebnisse für die AfD reden? Ich denke, die Fehler sind, dass zum Teil aus der Union raus Leute wie Seehofer und andere Stichworte geliefert haben in der Debatte, auf die die AfD und die NPD aufsetzen konnten, die auch zum Teil plakatiert haben. Ich erinnere im letzten Jahr an diese Kampagne gegen Bulgaren und Rumänen als Armutszuwanderer, wo einfach Stück weit... Also Sie sehen nur Fehler bei der Union, keine bei sich selbst, dass die Leute das Gefühl haben, sie werden in ihren Sorgen... Wissen Sie, die AfD ist in der Zeit hochgekommen, da haben wir nicht regiert. Wir konnten die Politik nicht bestimmen, wir haben vieles kritisiert. Ich finde zum Beispiel, dass die Bundesregierung, und das ist aber nicht parteipolitisch das große Problem, sondern konzeptionell, den Fehler gemacht hat, dass sie viel zu lange auf das falsche Dublin-System vertraut hat. Das Dublin-System, dass man, wenn man über einen sicheren Drittstaat einreist, nicht im nächsten Land Asyl beantragen kann. Das ist eigentlich eine deutsche Idee. Die Pate ist gestanden, die Grundgesetzänderung von 1993. Als hier in Berlin am Oranienplatz die ersten Schwarzafrikaner aus Lampedusa ankamen, mit einer Quittung in der Hand, 500 Euro von der italienischen Regierung als Reisegeld, hätte man wissen müssen, dass die südlichen Länder in Europa nicht akzeptieren, dass Deutschland sagt, wir sind umringt, umzingelt von sicheren Drittstaaten. Flüchtlingsaufnahme, das ist der Job der Italiener, der Malteser, der Portugiesen, der Spanier und der Griechen, aber nicht von Deutschland. Dieses System ist implodiert an unserem Egoismus. Und jetzt ist die schwierige Aufgabe, um die ich Frau Merkel nicht beneide, diese Solidarität herzustellen, obwohl wir vorher so unsolidarisch waren. Aber das muss am Ende gelingen und vielleicht muss man dazu von Seiten der deutschen Bundesregierung auch sagen, wir waren da seit 1993 in der Beeinflussung europäischer Politik nach deutschen Interessen egoistisch. Wir sehen das ein und lasst uns jetzt gemeinsam aber Europa bestätigen, dass wir eine Kraft von Stabilität und Humanität sind und gemeinsam solidarisch einerseits den Ländern in den Krisenregionen zu helfen und andererseits den Ländern auch dadurch zu helfen, dass wir sagen, wir sind bereit, einen Teil der Flüchtlinge aufzunehmen. Weil der Libanon hat fast ein Viertel seiner Bevölkerung als Flüchtlinge aufgenommen. Jordanien hat 10% aufgenommen, obwohl die jordanische Wirtschaft durch den Bürgerkrieg in Syrien zusammengebrochen ist, weil das der Haupthandelspartner war. Das sind Situationen, die stecken wir leichtfertig in der öffentlichen Debatte auch ein Stück weit weg. Wenn wir diesen Ländern unten nicht helfen, dann werden die uns implodieren. Und dann reden wir über Flüchtlingszahlen. Dagegen ist das, was wir jetzt erlebt haben, ein Klatsch. Ich meine, Gott, wir haben 600.000, 800.000 oder 1,1 Millionen registrierte Flüchtlinge. Was haben die Länder da unten zu schultern? Und die haben wesentlich schlechtere Voraussetzungen, um zu sagen, wir schaffen das. Mit beiden Einverständnis hake ich jetzt mal ab. Wir haben am Anfang, Sie dürfen gleich da was dazu sagen. Wir haben jetzt sehr viel darüber geredet, was die AfD für eine Partei ist und welche Fehler die Etablierten gemacht haben. Jetzt konzentrieren wir uns auf die Ausgangsfrage unserer Sendung, ob wir dieses Problem national oder europäisch lösen können, sind damit bei der Sachsen-Auseinandersetzung und Sie haben das Wort zu dem, was Herr
Beck da gerade gesagt. Ja, also ich finde es schön, die Grünen waren bereits in der Regierung und sie waren in der Regierung und hätten Politik mitmachen können. Ja, natürlich, das mag sein, aber die Entwicklung, die wir jetzt erleben, ist ja nicht erst in der letzten Legislaturperiode entstanden, sondern die hat einen wesentlich längeren Vorlauf. Der syrische Bürgerkrieg war vielleicht nach 2005. Können wir, genau, also insofern, ich glaube, die Verantwortung von ihnen wegzuschieben, ist ein bisschen zu kurz gegriffen, dass die vergangenen Bundesregierungen Fehler gemacht haben. Das steht außer Zweifel. Und dass gerade europäisch jetzt nicht funktioniert, weswegen ich da auch wenig Hoffnung habe, dass es kurzfristig eine europäische Lösung gibt, das sehen wir gerade am Verhalten der Bundeskanzlerin. Und der Verteilungsversuch von 160.000 Flüchtlingen in Europa ist fehlgeschlagen. Dass vor Ort und zwar zu wesentlich geringeren Kosten geholfen werden kann als in Europa, ist auch klar. Und deswegen kann ich gerade nicht verstehen, warum unter anderem Sie gefordert haben, dass es in Deutschland bzw. in ganz Europa vergleichbare Standards bei der Flüchtlingsbetreuung, ich nehme an, nach deutschem Vorbild geben soll, wenn gerade das deutsche Anreizsystem, gerade die Tatsache, dass in Deutschland vermehrt Geld als Sachleistung ausgezahlt wurden, erst zu einem Anstieg geführt haben. Sie glauben, die Leute kommen wirklich aus dem Bürgerkrieg wegen 3,50 Euro. Ich habe Sie auch ausreden lassen. Danke, dass Sie die Geduld haben. Das funktioniert nicht. Wir brauchen in der Tat eine Änderung der gesetzlichen Regelung in Deutschland, die genau genommen an die angepasst werden müssen, die in anderen europäischen Ländern bestehen, die rein, wie Sie ja selbst gesagt haben, als Durchreisestaaten existieren. Und diese gemeinsame europäische Lösung wird von der Bundesregierung aktuell verhindert. Und deswegen ist Solidarität an der Stelle auch anzuerkennen, dass andere europäische Staaten eigene nationale Lösungen bevorzugen, die wir ihnen nicht aufzwingen können. Herr Beck. Also, damit Frau Petri versteht, worum es geht, wenn es um gemeinsame europäische Standards geht. Dann geht es darum, dass es nicht sein kann, dass ein anerkannter Flüchtling in einigen Mitgliedstaaten der EU weder Unterkunft noch eine finanzielle Unterstützung kriegt, noch nicht mehr was zu essen, der sich selber durchschlagen muss. Und dass die sich dann aufmachen, obwohl sie durchaus bereit wären, da zu bleiben, wo sie sind, ist doch klar. Und das Perfide an der alten Dublin-Regelung war, dass ja derjenige, der wenig aufgenommen hat, dann auch der kostenledig war, weil es keinen europäischen Ausgleichsmechanismus gab, dass man sich engagiert in der Flüchtlingsaufnahme. Und die Ansage von Deutschland im letzten Jahr, wo wir selbstbewusst gesagt haben, Europa spricht Deutsch mit der Griechenland-Krise, ist ja, der deutsche Finanzminister kommt zum italienischen Finanzminister, zum griechischen Finanzminister und sagt, du wirtschaftest nicht richtig. Und dann kommt der Innenminister im Justiz- und Innenrat zu den gleichen Innenministerkollegen aus den gleichen Ländern und sagt, ihr müsst aber mehr für die Flüchtlinge tun und mehr aufnehmen. Die sagen, die Deutschen haben ja wohl einen Knall. Einerseits wollen sie, dass wir bei humanitären Aufgaben mehr Verantwortung schultern, was uns auch Geld kostet. Und andererseits werfen sie uns vor, dass wir in der Euro-Krise nicht es schaffen, unser Defizit entsprechend zu senken. Da braucht man eine konsistente Politik und die ist manchmal einfach, und ich glaube, das ist das Problem, was wir miteinander im Kern haben, sie ist einfach komplizierter, als es mit diesen einfachen Formeln von Ihnen beschrieben wird. Okay. Und es gibt einfach viele Zusammenhänge, die man im Blick haben muss, wenn man das Problem wirklich lösen will. Wenn man es wie Sie hält und die Flüchtlingskrise für ein parteipolitisches Geschenk hält, wie es Herr Gauland gesagt hat, dann kann man sich natürlich sagen, für Konzepte, für Zukunftsgestaltung sind wir nicht zuständig, aber wir sagen, da ist ein Problem, da ist ein Problem und da ist ein Problem und fühlen uns als Helden der Problemansage. Frau Petri, Sie hätten jetzt die Gelegenheit zu erklären, wie Sie die Flüchtlingsproblematik gerne lösen würden. Ja, ich würde ganz gern vorher dann doch erwidern, weil die Zuschreibung von Herrn Beck leider nicht zutreffen und Herr Beck, Sie leider genau das tun, was der politischen Debatte nicht hilft. Sie nehmen den Zeigefinger und wiederholen unkritisch, was Parteikollegen immer wieder ohne Substanz wiederholen. Also noch einmal, halten Sie es für richtig, dass der griechische Verteidigungsminister sagt, wenn ihr uns kein Geld gebt, schicken wir Flüchtlinge? Halten Sie das für europäische Zusammenarbeit in unserem Sinn? Nein, aber Sie scheinen ja an der Stelle zu glauben, dass Deutschland das Problem hat. Es mag sein, dass die Dublin-Regelung
auf Dauer nicht realistisch war, dass Deutschland sicherlich seinen Beitrag leisten muss. Aber Deutschland leistet seinen Beitrag in einem Maß, wie es kaum ein anderer europäischer Staat tut. Schauen Sie, wie viele Asylbewerber Spanien aufnimmt, wie viel Frankreich aufnimmt. Woran liegt das denn? Es liegt daran, dass Deutschland Anreizsysteme geschaffen hat, die natürlich es für jeden Asylbewerber attraktiver machen, nach Deutschland oder auch nach Schweden zu gehen, mit den entsprechenden Konsequenzen, über die wir in Stadt und Land jetzt reden müssen. Wenn wir also, und jetzt komme ich zu Ihrer Frage, darüber sprechen, wie wir die Asylkrise, die Migrationskrise lösen, dann muss als allererstes ein deutscher Alleingang, gerade in Form der Sozialgesetzgebung, aufhören. Denn wir können mit der Sozialgesetzgebung keine Einwanderungsgesetze ersetzen. Das haben Sie selbst gerade bestätigt. Und dass Sie es nicht geschafft haben, ist nur ein Zeichen gescheiterter Politik. Insofern müssen wir als allererstes feststellen, dass ein Großteil derer, die nach Europa kommen, keine Flüchtlinge und keine Asylbewerber oder berechtigte Asylanten sind, sondern viele von ihnen sind Wirtschaftsmigranten, die nicht übers Asylrecht einwandern können. Das ist die erste Unterscheidung, die wir treffen müssen. Zweitens müssen wir wieder für rechtsstaatliche Verfahren sorgen. Das BAMF selbst mit seinem Chef hat letztes Jahr konstatiert, dass dies in Deutschland nicht mehr möglich ist. Das heißt, ein substanzieller Teil, das ist auch aus Bayern zu hören gewesen, wenn es auch nicht durchgesetzt wird, muss abgeschoben werden. Wir müssen natürlich in den Herkunftsländern über Entwicklungshilfe für eine Stabilisierung der Verhältnisse sorgen. Dazu muss auch die NATO eine andere Politik machen und nicht vor Ort in Konflikte letztlich undifferenziert eingreifen und für weitere Flüchtlingsströme sorgen. Und sicherlich ist auch richtig, dass wir sichere Staaten der Peripherie von Krisenstaaten finanziell unterstützen müssen, damit Flüchtlinge dort unterstützt werden können. Dass sie jetzt so tun, als hätten Flüchtlinge Asylbewerber in einigen europäischen Nachbarstaaten kein Essen. Das gehört wohl in den Bereich der Dramatik, den wir uns nicht geben müssen. Wir haben genug Berichte selbst aus der Türkei, wo Flüchtlinge, Asylbewerber ganz klar zugeben, dass sie nicht an Leib und Leben bedroht sind, aber natürlich für entsprechende finanzielle Anreize nach Mitteleuropa weiterreisen. Das ist eine Fehlentwicklung, die gestoppt werden müssen. Nur vertraue ich der türkischen Regierung im Gegensatz zu Ihnen nicht, dass sie dies nach europäischen Standards tatsächlich tun wird. Genau. Im Gegensatz zu Ihnen habe ich schon in Istanbul demonstriert gegen diese Regierung. Okay, dann nehmen wir dieses Stichwort Türkei doch mal auf. Die europäische Lösung von Angela Merkel setzt ganz stark auf eine Zusammenarbeit mit der Türkei. Die Türkei soll helfen, die Grenzübertritte von Migranten von der Türkei nach Griechenland zu verhindern. Die erste Frage an Sie, ist das auch Ihr Weg vorzugehen? Nein, das ist nicht mein Weg. Wie sichern Sie dann die Außengrenzen? Sichern der Außengrenzen heißt doch nicht Abwehr von Flüchtlingen, sondern wir brauchen eine Konzeption, die den Druck auf die Flüchtlinge verringert. Ich war im Dezember mit dem Bundespräsidenten in Jordanien, in Flüchtlingslagern unter anderem. Da haben mir die Flüchtlinge gesagt, sie wollen eigentlich da bleiben. Sie wollen wenigstens in Jordanien bleiben, weil das näher an ihrer Heimat ist. Aber sie werden dort nicht hinreichend integriert. Sie haben keine Perspektive. Sie müssen in Lagern in der Wüste leben, ohne Infrastruktur. Da leben Leute schon zwei Jahre, drei Jahre unter elendigen Bedingungen. Und irgendwann kommt die Frage, wann beginnt eigentlich wieder unser Leben und unsere Zukunft, nachdem sich zeigt, dass dieser Bürgerkrieg entweder nicht so schnell zu Ende geht und wenn er zu Ende ist, ein zerstörtes Land hinterlassen hat, ohne Zukunft für die Menschen. Und deshalb muss man an diesen Fragen ansetzen. Und das ist zuvörderst die Aufgabe der Europäer. Dann, wenn wir wollen, dass diese Schleuserei umgeht, wo ja viele Flüchtlinge auch umkommen, dann müssen wir sagen, es gibt eine legale Zugangsperspektive. Wir erklären gegenüber Jordanien, gegenüber Syrien, gegenüber Türkei eine feste Zusage, wie viele Menschen von diesen syrischen Flüchtlingen Europa in den nächsten Jahren aufnehmen wird. Und die müssen dann nicht übers Mittelmeer in einem Schlauchboot kommen, sondern die werden wir dann ordentlich abholen in einem geordneten Verfahren. Das wird den Druck, sich selber auf den Weg zu machen, aus Verzweiflung, sein Leben zu riskieren und das Leben der eigenen Kinder zu riskieren auf dem Meer, wegmachen. Deshalb ist auch die Entscheidung der Bundesregierung, die ich überhaupt nicht verteidigen will, bloß habe ich mit der Bundesregierung noch mehr Gemeinsamkeiten als mit Frau Petri, dass wir jetzt den Familiennachzug stoppen. Weil bislang war es so, dass die Leute darauf gehofft haben, dass die Familien nachkommen wollen. Wenn man jetzt fragt in Griechenland, wer kommt da an, es kommen ganz viel Kinder und Mütter an von Flüchtlingen, die schon hier sind, weil sie gedacht haben, sie können legal nachkommen und riskieren jetzt ihr Leben wieder
auf den Schlauchbooten. Und wir haben ein Arbeitsbeschaffungsprogramm für Schleuser, die mit der Not der Flüchtlinge Geschäfte machen. Ich möchte eine Sache trotzdem noch mal nachfragen, damit ich das richtig verstanden habe. Das, was die EU machen möchte und was auch Angela Merkel ja machen würde, eine Reduzierung der Flüchtlingszahl erreichen durch Zusammenarbeit mit der türkischen Grenzpolizei. Das kommt für Sie nicht in Frage. Ich will den Türken helfen bei der Versorgung der Flüchtlinge, dann machen sich auch weniger auf. Ich will nicht Komplize werden, dass man mit der türkischen Grenzpolizei zusammenarbeitet und womöglich Kurden aus Syrien oder aus der Türkei zurückschiebt in die Türkei, wo man weiß, dass deren Menschenrechte von der türkischen Regierung nicht gewahrt sind. Wir müssen uns da mal anschauen, was macht das türkische Militär gerade in Syrien? Sie bombardieren kurdische Stellungen. Sie behaupten, ich weiß nicht, was stimmt, vielleicht waren es die Russen, vielleicht waren es die Kurden, vielleicht war es auch eine Selbstinszenierung nach dem Anschlag in Ankara. Wird sofort gesagt, ohne dass man so schnell wissen kann. Das war die PKK und da waren syrische PKKler beteiligt, was rechtfertigen soll, dass man weiter militärisch hier gegen die Kurden vorgeht. Mit solchen Leuten kann ich doch nicht unbesehen zusammenarbeiten beim Rückschieben der Leute. Ich kann ihnen aber helfen, die Flüchtlinge, die sie in ihrem Land haben, und dafür sind wir auch zu Dank verpflichtet, dass die Türken diese Aufgabe übernehmen bei ihrer Kritik an anderen Punkten. Dass wir sie da unterstützen, damit sie diese Aufgabe bewältigen können und nicht die Situation sich so verschlechtert für die Leute, dass sie nur noch weg können. Frau Petry, Ihre Politik setzt auf deutliche Reduzierung der Zahl der Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen. Es ist ja eine Obergrenze im Raum. CSU-Chef Seehofer hat gesagt 200.000. Ist das eine Zahl, mit der Sie auch leben können? Naja, wir haben bisher aus vielerlei Gründen keine Zahl genannt, weil eine Zahl ohne vorherige vernünftige Diskussion darüber, glaube ich, einfach ein Schnellschuss ist, den wir nicht machen möchten. Also ich finde es interessant, dass Herr Beck dieses Misstrauen gegenüber der Türkei ebenso artikuliert, wie wir das auch getan haben. Ich glaube, dass wir aber darüber hinaus darüber reden müssen, wie die EU als Gesamtes mit Herkunftsstaaten und Peripheriestaaten wie zum Beispiel Jordanien verhandeln muss oder auch mit Herkunftsstaaten in Nordafrika. Denn Entschuldigung, Herr Beck, an der Stelle sind wir definitiv nicht beieinander. Wir haben ein Problem der Sicherung der Außengrenzen. Und natürlich sind unkontrolliert einströmende Migranten nach Europa auch ein Sicherheitsproblem für Europa und auch für Deutschland. Insofern, da wir immer nicht differenzieren zwischen tatsächlich Verfolgten und Migranten, bleibt diese Diskussion unsauber. Und insofern müssen wir mit allen Herkunftsstaaten von Asylbewerbern / Migranten sprechen, wie sie ihre eigenen Leute zurücknehmen. Und wir halten es auch für sehr kritisch, dass der Türkei ein großes Maß an Vertrauen entgegengebracht wird, für 3 Milliarden oder 5 Milliarden Euro 10.000 Kilometer Grenze zu sichern, wenn zumal Verstrickungen zwischen ISIS und der türkischen Regierung bekannt sind. Wenn wir wissen, dass schmutziges Öl geschmuggelt wird, womit auch ISIS finanziert wird, das ist eine sehr unsaubere Rolle. Insofern ist es auch unserer Ansicht nach fatal, dass die Bundeswehr mit einem unsicheren Auftrag mit in Syrien einmarschiert oder in Syrien hilft. Das wird uns an der Stelle nicht weiterbringen. Es wird weitere Flüchtlingsströme produzieren. Noch dazu wissen wir gar nicht, wer von diesen Menschen, die kommen, tatsächlich am Ende vom Bürgerkrieg selbst betroffen sind und ob es nicht Möglichkeit gäbe, sie heimatnah unterzubringen. Was machen Sie denn mit den Flüchtlingen, die Sie an der Grenze zurückweisen? Egal, ob an den Außengrenzen oder an der deutschen Grenze. Sollen die zurückgehen nach Syrien in den Bürgerkrieg? Nein, es ist natürlich schwierig, Flüchtlinge in Bürgerkriegsgebiete selbst zurückzuschicken. Auch da hat es eine Diskussion schon lange gegeben, die auch nicht von uns angestoßen wurde. Außerhalb der EU auch für menschenwürdige Flüchtlingsaufnahmezentren zu sorgen, die unter dem UNO-Mandat stehen. Was wir aber stattdessen beklagen müssen, sind sinkende Mittel genau für diese Flüchtlingszentren, wo Menschen würdig untergebracht werden können. Das ist ein Riesenproblem. Aber zu glauben, dass wir diese Probleme mit einem viel größeren finanziellen Aufwand allein in Europa lösen können, eben nicht heimatnah, sondern fern der Heimat, halte ich für naiv. Das ist nicht der Ansatz, den die Europäische Union haben sollte. Und wir werden eine gemeinsame europäische Lösung natürlich nur politisch zustande bekommen, wenn es auch einen gewissen politischen Druck gibt. Und dieser Druck kann eben dadurch nicht vermindert werden, indem wir sagen, wir nehmen weiter auf. Und der Vorschlag von Herrn Beck, einfach jetzt für legale Einwanderung zu sorgen, ist völlig getrennt zu sehen von der Frage der Asylbewerber. Denn die allermeisten Menschen, das haben Sie ja Gott sei Dank bestätigt, würden ganz gern in ihrer Heimatregion bleiben. Ja, aber ich habe da doch noch mal eine Nachfrage. Wieso soll denn die Türkei 2,5 Millionen Flüchtlinge aufnehmen, wenn wir sagen, 1 Million ist für uns schon zu viel?
Aber schauen Sie, es geht ja gar nicht darum, welche jetzt Zahl... Beantworten Sie doch mal die Frage. Herr Beck, vielleicht warten Sie einfach ab, bis ich ausgeredet habe. Das wäre auch mal ein Vorschlag, oder? Danke. Also, Sie haben Gelegenheit, das jetzt zu beantworten. Warum soll die Türkei all das tragen, was wir nicht zu tragen bereit sind? Ja, Entschuldigung, wir haben über 1 Million Asylbewerber aufgenommen. Wir haben derzeit noch Gesetze, die auch Familiennachzug ermöglichen, wenn wir das politisch auch für falsch halten. Grundsätzlich sind diejenigen, die aus ihren Ländern raus wollen, erst einmal bestrebt, heimatnah zu bleiben. Das ist grundsätzlich eine Frage, die die Türkei für sich beantworten muss. Und wenn wir als Europäische Union finanzielle Unterstützung leisten, dann ist diese Unterstützung doch primär dafür gedacht, dafür zu sorgen, dass die Situation nicht weiter eskaliert. Und eine Migration diesen Ausmaßes werden wir in Europa auf Dauer nicht handeln können. Das wissen auch inzwischen führende deutsche Politiker, wenn auch die Kanzlerin das noch nicht bemerkt hat. Und rund um Deutschland scheint das den allermeisten Regierungen inzwischen klar zu sein, dass wir Europa destabilisieren auf die Art und Weise und dann natürlich das dauerhaft gefährden, also, was letztlich überhaupt dazu führt, dass Flüchtlinge, dass Asylbewerber nach Europa kommen wollen, nämlich um hier Freiheitsrechte zu genießen, die sie in den eigenen Ländern nicht vorfinden. Also Frau Petri hat jetzt viele Worte gemacht, um die Frage nicht zu beantworten, was sie eigentlich tun will. Und darf ich jetzt mal zwei Sätze sagen? Dürfen Sie die ganze Zeit, Sie reden deutlich mehr. Na, es ist mein Job, dafür zu sorgen, dass beide gleich dran kommen. Mein Eindruck ist, beide kamen gleich dran und jetzt ist Herr Pektor. Sie müssen doch die Frage beantworten, warum 800.000 uns überfordert haben im letzten Jahr und die Türkei, ein kleineres Land mit weniger Bevölkerung, 2,5 Millionen nicht. Darauf sagen Sie auch nichts, da reden Sie einfach drum rum und sagen, ansonsten wird Europa destabilisiert. Also außerdem glaube ich, dass Deutschland ziemlich stabil ist und die 800.000 Menschen uns nicht aus den Latschen werfen, sondern wenn ich rausgehe, ist das Land in bester Verfassung. Aber in Jordanien oder diesen Ländern sieht es einfach anders aus, weil die von anderen Voraussetzungen herkommen und gleichzeitig eine viel höhere Zahl von Flüchtlingen versorgen und unterstützen müssen. Und übrigens auch anders als Sie meinen, die meisten Flüchtlinge sitzen nicht in den Lagern, auch in Jordanien nicht, in Libanon nicht und in der Türkei nicht. Die sitzen bei Leuten zu Hause und dort erreicht sie oftmals die Hilfe nicht. Und diese Länder leisten Enormes, auch Familien haben dort Enormes geleistet, aber wir müssen da ein Burden Sharing machen. Wir müssen sagen, wir als Europäer sind solidarisch. Wir unterstützen euch bei der Bewältigung dieser humanitären Aufgabe in euren Ländern. Und wir nehmen einen Teil der Menschen freiwillig nach Europa auf, damit ihr das durchhaltet, damit die Flüchtlinge Zuversicht sammeln und damit wir einen geordneten Weg und ein geordnetes Verfahren haben. Aber Sie wollen einfach, weil Ihre Wählerinnen und Wähler einfach keinen Ausländer und keinen Flüchtling aus rassistischen Gründen haben wollen, sagen Sie eben nicht, was Sie bereit wären, als Aufnahme konkret zu machen. Und deshalb ist Ihre Politik letztendlich unehrlich, die ist nicht lösungsorientiert, sondern sie versuchen Stimmung zu machen und Probleme, die es durchaus gibt, zum Teil gibt sie es auch nicht oder anders als sie beschreiben, wollen also, sie nicht lösen, sondern sie wollen also, ihr Süppchen drauf kochen. Herr Beck, was gibt es denn nun Probleme? Also Sie widersprechen sich, ohne es zu merken, in einem Satz mindestens zweimal. Ja, genau. Also haben wir die Probleme oder haben wir Vorwürfe von Herrn Beck und Sie haben jetzt die Gelegenheit zu antworten. Genau, bin ich ja schon dabei. Vielleicht reden wir darüber, ob wir Probleme haben. Mal sagen Sie, wir haben keine, mal haben wir doch ein paar. Interessanterweise haben Sie die Frage auch nicht beantwortet, wie viele Personen Deutschland aufnehmen soll. 1,1 Millionen, 1,5 Millionen, 4,5 Millionen. Über wie viele Jahre soll sich der Trend denn fortsetzen? Wie viele Millionen Menschen sind auf der Welt auf der Flucht, was fürchterlich ist? Und wie vielen davon kann Europa tatsächlich helfen? Und in der Tat können wir nicht allen Personen in Europa helfen. Die Lösungen müssen heimatnah gefunden werden. Das haben Sie im Übrigen auch bestätigt. Insofern kann die Frage gar nicht lauten, wie viele wollen wir in letzter Konsequenz aufnehmen. Wir können bei weitem nicht alle aufnehmen. Und wir sollten uns dafür einsetzen, dass heimatnahe Lösungen gefunden werden. Es sind 60 Millionen Flüchtlinge auf der Welt. Und Herr Beck, nicht 59 Millionen sitzen schön, auf dem Koffer, um nach Deutschland zu kommen. Malen Sie doch keine Popanzer an die Wand. Vielleicht können wir dann noch mal dazu kommen, dass diejenigen, die das Problem aufgezeigt haben, von Ihnen gern als Rassisten beschimpft werden. Sie haben das gerade auch wieder getan. Das disqualifiziert Sie in meinen Augen in der demokratischen Kontroverse ganz gewaltig. Denn genau das wird uns nicht helfen, den politischen Gegner zu beschimpfen. Dann sagen Sie doch bitte schön den Leuten vor Ort, die
neben Asylbewerberheimen wohnen, die vor Ort sehen, dass es massive Integrationsprobleme gibt, bei sprachlichen Problemen angefangen. Fragen Sie bitte Frau Nahles, die gesagt hat, 90% der Asylbewerber sind nicht in den deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren. Sagen Sie den Leuten, wie sie mit Problemen zwischen dem Staatsverständnis eines Islam und der christlichen aufgeklärten Gesellschaft umgehen. Sagen Sie ihnen das und zeigen Sie doch, welches Konzept Sie haben. Ich kann es bei Ihnen, ich bin gleich fertig, überhaupt nicht erkennen, außer dass Sie sagen, es muss Solidarität geben. Die hat Deutschland in den letzten Monaten in einem hohen Maße bewiesen und es scheitert aktuell an Deutschland. An dieser Stelle muss ich intervenieren, weil wir am Ende der Sendung sind. Der Herr Beck hat jetzt noch eine kurze Gelegenheit zur Antwort und dann mache ich die Ankündigung auf morgen. Ich denke, wir schaffen das, wenn wir die Probleme anpacken. Die Probleme gibt es bei der Integration. Es ist richtig, dass seit August viele Flüchtlinge gekommen sind, die keinen Schulabschluss haben, denen wir nicht nur Deutsch beibringen müssen, sondern die wir auch ausbildungsfähig machen können. Aber wenn wir diese Flüchtlingsintegration richtig anpacken, von Anfang an, dann kann das am Ende sogar ein Gewinn für Deutschland werden. Aber wir machen das mit der Flüchtlingsaufnahme nicht, um dran zu gewinnen, sondern aus humanitärer Verpflichtung. Und da haben wir natürlich einen Riesenunterschied. Sie sehen die humanitäre Verpflichtung Deutschlands nicht. Ich sehe die wohl. Und damit sind wir am Ende dieser Sendung, auch wenn wir noch stundenlang weiter diskutieren könnten. Das war Unter den Linden. Vielen Dank an Sie beide für das lebhafte Gespräch. Vielen Dank an Sie zu Hause für Ihr Interesse an dieser Sendung. Ich darf Sie noch hinweisen, morgen zur selben Stunde, zur selben Zeit, die Phoenix-Runde mit dem Thema Gewalt gegen Flüchtlinge. Wie rassistisch ist Deutschland? Weiter informative Unterhaltung mit dem Phoenix-Programm. Tschüss.